Und gerade in diesen Tagen ist ja zu bemerken, dass wenn man dann weiß, wann man wieder Urlaub machen darf, dass das sich natürlich dann auch äußert in Spontanreaktionen. Ich zeige Ihnen mal die Reaktion meiner Kollegin Mary Amiri. Die stand hier im Studio und hat, ja, ja, so ungefähr. Und ich freue mich jetzt sehr, Mary zu begrüßen, und zwar am Telefon. Mary, du hast es nicht gesehen. Ich habe versucht, einen Freudensprung eben nachzumachen. Herzlich willkommen bei Sonnenklar TV, meine Liebe. Hallo, mein Lieber. Ich freue mich, auf diesem Weg auch dabei zu sein. Und auch wenn ich dich nicht gesehen habe, ich kann es mir bildhaft vorstellen, wie du versucht hast, mich nachzumachen. Es war so, weil es ging in den nächsten Urlaub. Du bist gerade aktuell in wo? Ich bin inzwischen am Gardasee angekommen, sitze oberhalb von Lazise, leider heute im Regen, deswegen auch nur am Telefon mit euch, nicht mit schönen Bildern, aber auch ein Tag Regen darf hier mal sein, ist trotzdem wunderschön. Und wir sind gestern, Dirk, mit wenigen Fahren mehr gefahren, denn gestern war ja für mich der Tag X in der ganzen Corona-Phase, denn gestern gingen die Grenzen auf, am 3. Juni, ja, die Grenzen Richtung Italien. Und da saß ich natürlich vollgepackt bis unters Dach im Auto. Lass uns mal ein bisschen teilhaben, weil ich glaube, für unsere Zuschauer, Zuhörer ist es auch in dem Fall sehr wichtig, mal vor Ort zu erfahren, wie es dir ergangen ist, wie jetzt dieser Tag X war. Also der Tag X war so aufregend, dass ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Und deswegen sind wir auch ganz untypisch für meine Familie um 7 Uhr pünktlich ins Auto gesprungen gestern früh. Das würden wir normalerweise nie schaffen. Ja. Sind losgefahren und waren erstmal unsicher, über welche Grenze wir fahren, sind aber dann ganz klassisch Richtung Garmisch aufgebrochen. Das heißt, Scharnitz ist ja dann der Grenzübergang, über den ich schon zigtausendmal gefahren bin. Da gibt es kein Grenzhäuschen, keine Kontrollen mehr, ne, seit vielen, vielen Jahren. Und tatsächlich war da aber gestern ein Häuschen und es war auch ein kurzer Stau davor. Und die österreichischen Grenzpolizisten haben tatsächlich stichprobenartig kontrolliert und wollten einfach nur wissen, wo du hinfährst. Das heißt, aktuell wird ja Österreich oder darf man Österreich nur passieren. Das heißt, durchfahren, als Korridor benutzen. Ne? So wird es ja gerade aktuell kommuniziert. Und dann haben wir gesagt, dass wir eine Adresse in Italien am Gardasee haben. Und damit haben wir uns einen schönen Urlaub gewünscht und wir durften weiterfahren. Okay. Das heißt, diese Station, da sollte man ein bisschen Zeit einplanen. Ja? Vor uns, die vier Autos haben sie durchgewunken. Mir haben sie wahrscheinlich gedacht, oh, die sieht noch so verschlafen aus. Bei der fragen wir mal nach, wo sie hin möchte. Und war aber kein Problem. Österreich macht ein bisschen später auf. Bis dahin, wie du gerade beschrieben hast, Korridor. Das heißt, du fährst quasi durch, Transit. Genau. Und dann geht es nach Italien. Genau. Und dann bist du am Brenner. Und irgendwann heißt es Bella Italia, ne? Dann siehst du dieses Schild da stehen und denkst dir so, oh, wir sind plötzlich in Italien, weil da ist gar nichts, gar keine Grenzkontrolle, überhaupt gar nichts. Du fährst einfach rein und dann habe ich Gänsehaut bekommen und mir liefen auch echt ein paar Tränchen übers Gesicht, weil ich bin ja immer super emotional bei sowas. Yeah. Und dann sind wir an unseren ersten Rastplatz gefahren, wie immer, wenn wir an den Gardasee fahren, und habe mein Latte Macchiato getrunken und habe gegrinst wie ein Honigkuchenpferd. ich trinke immer ein Espresso, mache ich genauso wie du. Das heißt, du bist wahrscheinlich auch dann von Rovereto Nord von oben reingefahren und von oben auf den See. Oder seid ihr unten lang? Wir fahren immer bei Affi rein, denn von dort bist du relativ schnell dann in Lazise. Das ist dann so unsere Station. Calmasino ist das Örtchen, an dem wir oberhalb vom See wohnen. Ja. Und dann sind wir natürlich auch direkt an den See runtergefahren. Und da muss ich schon sagen, es ist sehr, sehr, sehr leer. Auffallend leer, logischerweise. Ne? Normalerweise jetzt kurz nach Pfingsten, da wäre die ganze Uferstraße blockiert und Stau und Fahrradfahrer und Fußgänger. Das ist tatsächlich alles nicht so. Aber es sind Geschäfte, Restaurants, Bars, alle geöffnet. Mhm. Und wir waren gestern Abend auch schon in unserem Lieblingsrestaurant essen. Okay. Das heißt, die haben auch schon sich komplett auf die aktuelle Situation vorbereitet. Es gibt Desinfektionsspender am Eingang. Sie haben die Hälfte der Tische aufgestellt. Das heißt, man sollte, wenn es irgendwie geht, auch vorher reservieren. Dann geht man ganz gemütlich ins Restaurant, wird bedient. Die Bedienung hatte Mundschutz an. Wir saßen am Tisch und brauchten keinen zu tragen. Das heißt, das ist eine ganz entspannte Atmosphäre. Und ich kann nur sagen, wir haben es goldrichtig gemacht, dass wir uns gestern ins Auto gesetzt haben. Ich freue mich so für dich, für euch. Und ich glaube, man hat gehört, wie schön es ist, wie glücklich du bist, vor Ort zu sein. Ich wünsche dir jetzt ein paar tolle Tage. Ich wünsche dir das, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, dass man das jetzt auch mal Revue passieren lassen kann, auch mal ablegen und sich wirklich diesen Urlaub auch mal gönnen.
Das sind schöne Worte, Dirk. Und genauso würde ich jedem unserer Zuschauer empfehlen, das, was war, ist klar, ne, steckt in den Köpfchen noch drin. Ja. Aber es jetzt auch mal ablegen. Genau das ist das richtige Wort. Koffer packen, ab in den Urlaub. Zack, zack, zack. Danke für deine Worte. Danke für die Situationsbeschreibung dessen, was gerade aktuell die Lage ist, um zum Beispiel in Italien Urlaub zu machen. Und da haben wir sicherlich die perfekten Angebote. Liebe Grüße an dich. Und jetzt Urlaub, 100%.